Einen wunderschönen guten Abend hier auf Speed Game Deutsch und willkommen zur fünften Season der ALTTPR League. Wir sind in Woche 2, der Modus ist in Vrosia und wir haben ein deutsches Matchup zwischen Namefaker von dem Team The Turtle Rockers und Ravis von Team Hime. Ja, ich bin Reinhard hier, ich werde es für euch kommentieren. Getrackt wird das Ganze von Nervendolch, der international sich dafür bereit erklärt hat. Und wir nutzen das Ganze ganz einfach mit. Ja, ich bin gespannt. Beide Teams mit jeweils einem Sieg aus der ersten Woche, aus der Coop Dungeons Woche. Das erste Spiel der zweiten Woche zwischen den beiden. Schauen wir mal, welches Team sich eine gute Ausgangsposition erarbeiten kann in diesem Race. Ja. Invrosia ist ein Inverted Seat, angelehnt an den Ambrosia-Modus. Das Ganze damit mit Startschwert und die Bosse haben alle ein Item, keinen Schlüssel, kein Schlüssel, kein Kompass, keine Karte. Aber kleine Besonderheit noch, es gibt einen Big Key Shuffle. Das heißt, die Big Keys aus den Dungeons können überall sein, nicht nur im Dungeon selbst. Map-Check von Ravis, da beide Runner gestartet sind. Green Pendant Skullwoods, Pendant Turtle Rock und ich meine auch zwei Red Crystals gesehen zu haben. Nervendurch hat wohl aufgepasst. Unsere Flipper Dungeons sind dies. Ja, Namefaker jetzt hier versucht an Linkshaus Start an Bomben zu kommen, hat es nur auf eine gebracht. Wir bräuchten zwei, um alle Items aus Hype Cave zu bekommen. Ravis eher klassisch Richtung Skullwoods unterwegs, hat Bumper Ledge gecheckt, hat dort auch schon eine Bombe von den Gegnern bekommen. Wird jetzt hier in Skullwoods wahrscheinlich gleich einmal Richtung Big Key Chest droppen. Da kann man dann Bomben und ein wenig Magie farmen. Namefaker wird das Ganze wohl wahrscheinlich jetzt eh oder ebenfalls gleich angehen. Ravis checkt hier die Vanilla Big Key Chest in Eastern. Wie es dann sage ich, in Skullwoods. Dort geht auch Namefaker direkt hin. Ich meine, wir haben das Schwert. Das Ganze macht das also schon mal ein bisschen leichter, sich zu manövrieren. Und es wäre ein Big Key für Palace of Darkness. Beide nehmen den auch mit. Und jetzt, wie angesprochen, Ravis lässt sich hier reinfallen in Skullwoods. Hat den Vorteil, dass man hier einmal die Bomben mitnehmen kann, wenn man möchte. Okay, Ravis nimmt es nur einmal mit. Namefaker noch mal den Map-Check, hat jetzt die Info. Ja, man könnte sich hier jetzt dann auch noch mal töten lassen. Würde dann halt direkt an der Stelle wieder respawnen. Und könnte noch ein paar mehr Bomben mitnehmen. Ja, dank des Big Key Shuffles auch alle Dungeons mit jeweils einem Item mehr. Also Skullwoods nicht mit den üblichen zwei, sondern tatsächlich dreien. Davon ist halt der Pot Big Key. Das zweite Item ist das Master Sword. Und das dritte Item wird ganz nach Ambrosia-Art auf der Motte liegen. Deswegen geht Travis auch keine weitere Truhe mehr in Skullwoods checken. Er weiß ganz genau, da wird nichts mehr für ihn sein. Schauen wir mal, ob Namefaker sich des Ganzen ebenfalls bewusst ist. Es sieht zumindest danach aus. Ravis jetzt in Hype Cave rein. Findet dort die Lampe. Einen Handschuh und den Somaria. Wir hatten übrigens einen Master Sword in Skullwoods, falls ihr das irgendwie nicht so ganz deutlich gemacht habt. Also das Schwert-Upgrade
schon mal auf jeden Fall ganz angenehm für unsere Runner. In den Inverted ja mit dem Stark in der Dark World auf 3 Herzen Green Mill kann das manchmal ein bisschen unangenehm sein. Die Gegner halten ein bisschen was aus und okay, nicht mal 4 Minuten rum. Namefaker Tempered Sword. Das liegt im Seahouse. Ravis geht noch zu Stumpy. Entscheidet sich nicht zum Digging Game zu gehen. Er hätte 20 Rubine, mit denen er das Arrow Game hätte spielen können, um auf die 80 nötigen Rubine zu kommen. Dachte sich aber lieber, ich gehe Richtung Thieves Town, wo wir den kleinen Schlüssel in der Front haben. Ravis sich anscheinend wohl, ja, der Handschuh und die Lampe reichen mir, damit kann ich auf den Berg gehen. Tatsächlich Aga auch schon komplett in Logik. Denn in Inverted, der Aga Tower und der Ganon's Tower, die haben die Position getauscht. Das heißt, Aga Tower jetzt oben auf dem Mountain, dort wo normalerweise Ganon's Tower steht. Und ja, Ganon's Tower ist dort, wo normalerweise der Zugang zu Castle Tower wäre. Und da vor Ganon's Tower aber keine Barriere ist, die wir mit dem Schwert zerschneiden müssten, und selbst das hätten wir ja schon, können wir Aga bereits machen. Und ja, Aga in Inverted kann manchmal ganz lustig werden. Denn die Moon Pearl kann tatsächlich an ein paar Stellen in der Light World sein, Namefaker. Jetzt im Thieves Town vorne nicht wirklich viel drin gefunden, aber zumindest ein Quake in der Bombeville hat hier. Und Namepicker geht jetzt hier das Arrow Game spielen, während Ravis den alten Mann wegbringt. Wir haben Pendant in Desert. Und ja, da ist die Moon Pearl auf dem alten Mann. Ja, jetzt haben wir Light World Access auf Ravis Seite. Wir müssen uns nur einmal durch Aga Tower schlagen. Namepicker spielt Arrow Game. Zweimal hat damit eine nette Anzahl an Rubinen schon mal vorhanden. Ja, und ins Backrock nur ein Herzteil, das Ravis nicht mitnehmen. Entscheidet sich aber erst einmal gegen Aga Tower. Namepicker findet eine Flasche im Digging Game mit Green Goo drin. Namepicker geht jetzt die Standardroute runter, die Ravis ja eben von Hype Cape gestartet hat. Beide tauschen jetzt ein bisschen die Plätze, machen das, was der andere gerade eben gemacht hat. Namefaker wird jetzt zu Hype Cave gehen, sich Handschuhe und Lampe abholen und dann auf den Berg gehen, um zur Moon Pearl zu gelangen. Ravis hat sich sein Tempered Sword abgeholt. Wird jetzt hier Brauerei checken. Dann wahrscheinlich auch in Thieves Town vorne reingehen. Nimmt hier das Quake mit. Denn das Chess-Game kann auch Ravis nicht spielen. Da bräuchte man 30 Rubine für Ravis. Die hast du nicht. Nope. Ja, bisschen ärgerlich. Kann man aber mal tatsächlich, wenn man nicht so inverted gewohnt ist, ganz leicht verschwitzen. Dass man ja hier dann doch tatsächlich 30 Rubine braucht und man die einfach nicht eben mal so hat.
Travis findet hier jetzt auch nochmal einen 20er Tinkstar und kann jetzt das Ganze nutzen, um Chest Game zu checken, hat dann aber nicht mehr genug Rubine, um das Arrow Game zu spielen. Könnte also die Flasche von dem Digging Game nicht mitnehmen. Oder könnte sich entscheiden, runterzugehen, Arrow Game zu spielen und das Digging Game zu checken. Dann müsste er aber jetzt das Chest Game wieder auslassen und Ravis sagt sich, ich nehme das Chest Game mit. Vielleicht gibt ihr das Geld auch wieder zurück. Und ja, da kriegt er 50 Rubin und einen Ice Rod. Okay. Mein Turtle Rock ist ein Pendant. Das heißt, wir wollen jetzt Trinex nicht so unbedingt besiegen müssen. Aber die Option haben wir jetzt. Und Namefaker geht jetzt auch nochmal hoch, um Spectacle Rock zu checken. Ja, ich bin mal gespannt. Beide Runner jetzt keinen Zugang zu Palace of Darkness momentan, zumindest keinen logischen. Von daher gehe ich erstmal davon aus, dass beide jetzt im Anschluss an den Check, den sie jetzt hier machen, jeweils sich auf dem Aufmachen den Berg weiter zu erkunden. Ob sie direkt zu Agar gehen, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber wir haben auf jeden Fall den Weg rüber zu Hookshot Cave, auch wenn wir da noch nichts drin checken können. Und wir haben Super Bunny Cave für uns offen. Ravis entscheidet sich, noch ein wenig weiter zu buddeln, nachdem er die Flasche bekommen hat. Vielleicht noch für ein bisschen Geld, vielleicht ein bisschen Magie. Ja, aber damit beide unterwegs Richtung Mountain. Namefaker noch ohne Ice Rod aus dem Chest Game. Den wird er wahrscheinlich irgendwann dann nochmal bei Zeiten abholen. Aber das sollte jetzt erstmal nicht den großen Unterschied machen momentan. Wir haben Thiefstone als Pendant, das heißt Namefaker wird so oder so nochmal zurückkehren müssen, dann später mit dem Thiefstone Big Key. Ravis nimmt eine Bombe zur Hand, um per Damage Boost an den Lionels vorbeizukommen. Und wir sehen währenddessen schon, Namefaker findet in Super Bunny Cave den Turtle Rock Big Key. Ja, aber damit wissen wir, das Ganze hier ist ein Agar Seed. Namefaker schaut sich noch an, welches Mittel wir bräuchten, um Turtle Rock von vorne zu öffnen. Das ist Bombos. In Inverted meistens gar nicht so sehr relevant, denn mit dem Spiegel und Zugang zu East Death Mountain in the Light World können wir Turtle Rock auch auf andere Weise betreten, da brauchen wir nicht das Bombus-Medaillen. Von daher, auch wenn jetzt beide diese Informationen haben, ob sie wirklich relevant wird, ist dann doch recht unwahrscheinlich. So, aber drei Herzen, Greenmail, Agar Tower Climb. Ich meine, wir haben Tempered Sword, das macht es zumindest ein bisschen angenehmer, aber gibt Schöneres.
Namepaker hat sich noch einmal ein wenig aufgefüllt in dem Raum hier mit den ganzen Totenköpfen. Ravis mit ordentlich Rückstand in Agathaur reingegangen, jetzt beide fast gleich auf. Es gibt nur einen großen Unterschied. Namefaker hat alle drei Herzen, Ravis hat genau ein halbes. Das heißt, wenn Ravis beim Aggerfight getroffen werden sollte, dann ist er tot. Dann muss er den ganzen Agathaur noch einmal spielen. Namefaker hat ein wenig mehr Luft. Ich denke mal, dann wird auch Ravis hier sehr sicher spielen, diesen Aggerfight. Aber bisher Agar mit 4 reflektierbaren Schüssen. Der nächste wird auch garantiert reflektierbar sein. Also danach noch ein Treffer. Und dann ist Agar auch besiegt. Oh, aber da kommt der erste Blue Ball. Schauen wir mal, ob Ravis sich gut positioniert. Jawohl. Ah, kommt ein zweiter. Namefaker hat hier einen Hit hingenommen. Ravis bleibt weiterhin sicher. Und da geht Agar down auf Namefakers Seite und auf Ravis Seite. Ja. Kein großes Problem für Ravis. Dann doch noch 2 Blue Balls gehabt, aber ja. Jetzt kann es losgehen. Und kleiner Unterschied zwischen beiden, mal direkt in der Light World. Namefaker springt runter, geht zum Onkel Ravis, geht erstmal direkt ins Castle und wird Richtung Zeldas Zelle aufbrechen. Leicht daneben geschossen mit Day. Yeah, yeah. Beide zeitgleich mit dem Öffnen einer Truhe. Ravis mit der ersten in Hyrule Castle. Namefaker mit der Truhe nahe dem Onkel. Und ja, Namefaker findet den Hookshot, Ravis findet die Flöte. Flöte ist definitiv ein interessanterer Fund in Inverted als im normalen Modi, denn sie ist nicht hundertprozentig benötigt. Es gibt alternative Wege nach Missouri Meyer rein, die dienen immer noch der Mobilität, aber sie ist jetzt funktionabel in der Dark World. Man muss sie trotzdem aber in der Light World in Kakariko aktivieren. Das heißt, das werden unsere Bahnhof-Runner dann jetzt auch demnächst angehen. Mal Kakariko auch in Inverted immer noch eine Menge Checks hat, nur kann man die halt nicht immer unbedingt ganz so schnell abholen. Ravis mit dem Death Warp. Wird jetzt hier wahrscheinlich auch noch zum Onkel gehen und dann vielleicht noch ins Starcross. Bin mal gespannt. Wenn er es denn mit dem Onkel schafft, die Garde ist gerade ziemlich hartnäckig. Und wird jetzt hier auch auf jeden Fall noch den Hookshot finden. Ravis sagt sich, das reicht mir erstmal hier. Ich möchte kein Death Warp machen, ich möchte nicht nach Darkcross. Ravis startet erstmal wieder auf dem Mountain mit dem Hookshot. Namefaker hat den Death Warp gemacht. Geht Richtung Darkcross. Wird uns noch zeigen, was sich dort befindet. Wenn es der Small Key ist, dann könnte Namefaker auch direkt durchgehen bis Back of Escape.
Und Ravis geht jetzt erst einmal Hookshot Cave machen. Und ist das tatsächlich das Morgi? Ja, dann kann Namefaker hier auch theoretisch die komplette Runde zu Ende drehen, dann in Sank rausgehen und ja, wie bei Lumberjack die ganze Runde wieder zurück durch Kakariko gehen, wie man dann halt standardmäßig auch die Eröffnung in einem normalen Open Seed machen würde. Aber das ist ein Hookshot Cave. Findet einen Bogen. Okay. Ein Bogen mit Crystal Eastern ist definitiv ein schöner Fund. Back of Escape hat zwar eine Menge Geld, aber jetzt nichts sonderlich Wertvolles weiter. Er ist jetzt in die Light World gegangen, hier auf dem Mountain, wird rübergehen nach East Death Mountain. Und sich Paradox Cave und Spiral Cave anschauen, sowie Floating Island, wo es inverted ja eine Brücke hin ist in der Light World, da man ja mit dem Spiegel aus der Light World in die Dark World spiegelt und nicht andersrum. Dasselbe geht natürlich auch für Grave at Edge, hier auch hier ist eine Leiter hoch. Sich Namefaker jetzt auch noch anschauen. Aber Grave at Edge nur 10 Pfeile. Die sind uninteressant. Genauso uninteressant wie die ersten beiden Kisten in Paradox Cave. Schauen wir mal, ob die anderen 5 etwas Wertvolleres haben. Big Key für Ice Palace. Pilz. Ja. Also zwei Sachen, die so. Mehr oder weniger Fetch-Quests sind Ice Palace, Big Key für Logik zwar erforderlich, aber theoretisch könnten unsere Runner auch ohne auskommen, zumindest wenn sie nur einen Boss müssen. Der Ice Palace Big Key ist nur wirklich absolut benötigt, wenn irgendwas in der Ice Palace Big Chest ist. Aber ihn zu haben, bevor man nach Ice Palace geht, ist immer auf jeden Fall angenehm. Das ist die Floating Island, möchte trotzdem nicht an den Dead Rocks hier sterben. Wo er nach Spiral Cave kommt. Und wir haben den Desert Palace Big Key, den irgendjemand im Wald verloren hat. Desert Palace Pendant. Das heißt, der Big Key ist auch für uns nicht so interessant. Und Spiral Cave auch nur ein Herzteil. So, also der Mountain Trip für Ravis, der Bogen auf jeden Fall sehr wertvoll in Hookshot Cave. Light World, Death Mountain. Erstmal fraglich. Unterdessen Namefaker. Jetzt in Kakariko angekommen, findet den Fire Rod in Blindshütte. Ravis zieht es erst einmal Richtung South Shore. Beginnt anscheinend auch an Minimoldom Cave und wird sich dann Richtung Agina bewegen. Und beginnt mit dem Herzcontainer. Im Herzteil und dessen Rave ist jetzt Mini Moldom Cave. Okay, nur die Flippers in Mini Moldom Cave, das nicht so ertragreich. Namefaker findet das Buch in dem Brunnen und noch eine zweite Flasche. Stunt-Price sind heute Bomben. Namefaker aktiviert seine Flöte. Damit kann Namefaker jetzt in der Dark World rumflöten. Die ist ihm beliebt.
Und Ravis nutzt jetzt seine frisch gefundenen Flippers, um nach dem Damen, den er gecheckt hat, wo gerade nichts war, einmal den Pilz abzugeben. Und ja, währenddessen hat Namefaker einmal Sicket besucht, eine Flasche gezeigt und den Eastern Palace Big Key bekommen. Das heißt, Eastern Palace wäre jetzt auch schon voll clearbar. Sollte einer der beiden Runner auch noch das jeweils andere fehlende Teil finden. Pilz abgegeben für Ravis, festgestellt, ist nichts Wichtiges drauf. Und wird jetzt vielleicht zurückgehen zu Agena? Oder geht er jetzt hier die Nordroute über Back of Escape? Sieht wohl nach letzterem aus. Und der hatte die Library gecheckt, da wohl nichts Wichtiges drauf. Und die dritte Flasche im Race Game, auch die wird es nicht brauchen. Ja. Ravis kann jetzt hier über Graveyard Ledge Back of Escape machen. Wird für ihn vielleicht interessant, ob er Richtung Dark Cross geht. Wobei kann er gar nicht, da ist der Small Key drin. Aber das weiß er dann am Ende auch. Wir haben die Schaufel hier auf K45. Das ist sehr praktisch, weil die kann man dann direkt einmal kurz checken gehen. Aber Ravis kann dann jetzt eben genau die Runde, die Namefaker hier oben angefangen hat, ebenfalls gehen. Wird dann Fire Rod, Buch und letztendlich auch Schaufel finden. Ja, dann müssen wir mal schauen, was denn so für unsere Runner ansteht. Also gerade mit dem Eastern Palace Big Key wird Ravis auf jeden Fall Eastern machen. Für Namefaker wird es interessant sein, wofür er sich als nächstes entscheidet. Hier wird auch noch an die South Shore gehen, dort die Flippers finden. Hat das Geld für Sora? Also für Namefaker wird das Ganze vielleicht sogar in einen Check von den Flipper-Checks übergehen lassen. Geht jetzt aber hier erstmal Richtung Desert. Er hat das Buch. Er hat einen Handschuh, er hat eine Feuerquelle. Zumal, ne? Das heißt, Desert könnte man auf jeden Fall einiges machen, wenn man wollte, solange es nicht bootstocked ist. Gut, wir haben kein Desert Palace Big Key. Aber das Tablet kann man auf jeden Fall checken und wir haben K45 und Checkerboard Cave. Die beide ebenfalls auch noch machbar sind. Aber Namefaker geht nach Desert rein. Wie gesagt, Desert Big Key. Wobei, wir haben den. Haben wir nicht den Desert Big Key? Doch, Namefaker hat den Desert Big Key. Stimmt, da war was. Der. Wo war der noch gleich? Ja, hier. Lost Woods. Also kriegt den Small Key, das heißt, die Items auf der rechten Seite kann Namefaker jetzt ebenfalls mitnehmen. Jetzt alles weitere Laufwege, die Namefaker gerade in Kauf nehmen muss. Aber könnte hier ja was sein. Drei Items in Desert, eins auf Lanmu, aber zwei sind hier vorne erreichbar. Herzteil ist eins davon. Ravis mit seinem Fire Rod. Sie nur eine Karte auf der Torch. Das heißt, die Big Chest hat unser zweites Item. In Desert und das letzte wäre dann auf Lanmu. Und oh, das ist ein Big Key für Hera. Ah. Logisch erfordert, aber auch den können wir umgehen mit dem Hookshot. Ravis hat den. Das heißt, der Trip nach Desert bisher für Namefaker nicht wirklich ertragreich. Ravis ebenfalls mit Flasche Nummer 2 und Buch. Oh, Namefaker geht für Lanmu. Das ist dann doch
etwas interessant, denn Lanbo ist ein Pendant. Und das kann Namefaker wissen. Das ist kein All Dungeons, den wir spielen. Ja, Lanbo hat ein Item. Es ist immer noch in Vrosia. Skills, der Boss hat das letzte Item im Dungeon. Aber es ist, wie gesagt, nur ein Pendant Dungeon, eine, den wir nicht abschließen müssen. Und wir sehen auch auf Ravis Seite, Pedestal hat nur 3 Bomben heute, dafür müssen wir es nicht machen. Na gut, schauen wir mal, ob sich das Ganze hier für einen Namefaker auszahlt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Ravis Desert erst einmal liegen lassen wird und eher Richtung Eastern aufbricht. Sauberer Lanbo-Fight. Das Ganze für die Blue Mail. Die Blue Mail ist definitiv nett, aber ich glaube, dafür Pendant Desert machen, nee. Eher nicht so lohnenswert. Namefaker jetzt in Checkerboard Cave rein und findet die Titans mit. Auch ein interessanter Fund. Mits sind Inverted tatsächlich weniger wertvoll. Denn viele der Sachen, wo man normalerweise Mits brauchen würde in einem normalen Seed, können wir in Inverted auch auf alternative Arten erreichen. Und dank eines kürzlich gefundenen und erlaubten Glitches gibt es keinen Check in Inverted mehr, der absolut hart mitslockt ist. Also die Mits theoretisch absolut optional. Aber in manchen Seeds, gerade wenn es den Spiegel nicht gibt, können die Mits dann doch immer noch gefordert sein, um den Seed zu lösen. Schauen wir mal, ob sie auch heute eher optional sind oder ob Bravis sie irgendwann finden muss. Was sie auf jeden Fall machen, sie erleichtern den Lightbolt Access für Namefaker an einigen Stellen. Bisher auch die Swift Chain nur mit den Mits machbar, bis der Spiegel gefunden wird. Und auch Namefaker wird jetzt gleich seine Flippers in den Händen halten, während Ravis noch die Schaufel checken geht, wenn die Guards ihn lassen. Holt sich den Bumerang ab. Und Ravis, da war schon auf dem Weg runter, geht jetzt wieder hoch. Ja, und das sieht stark danach aus, dass wir von Ravis jetzt Eastern Palace zu Gesicht bekommen und er Desert erst einmal liegen lassen wird. Okay, es wird sich zeigen, wie wertvoll das Ganze dann letztendlich sein wird. Ravis geht jetzt hier Lake Hylia Island checken, liegt noch eine Rubin drauf, geht auch zu Hobo, während Namefaker Ice Rod Cave besucht. Ja, von Namefaker erwarte ich jetzt hier eigentlich tatsächlich, dass das Ganze zu Ende führt, bis zu den Sora-Checks. Er hat genug Geld für Sora. Aber weder Ice Rod Cave noch Robo. Heute interessant. Und wie vermutet Namefaker auf dem Weg zurück runter
Mal schauen, ob er Hobo noch mitnimmt oder ob er direkt zu Sora schwimmt. Und Ravis nimmt ebenfalls den Weg zu Sora anstatt nach Eastern. Waterfall Fairy gibt uns heute Blue Goo, nimmt man gerne mit. Und ein Herzcontainer in der Truhe. Die andere nicht interessant. Letsch. Nichts Interessantes gewesen. Schauen wir mal, ob Sora uns noch irgendetwas verkauft, was wir brauchen. Und ja, das ist gar nicht gut für Ravis, denn jetzt hat er zwar die Silvers, aber das bedeutet, dass Namefaker jetzt gleich seinen Bogen bekommt. Und der Vorteil, den Ravis durch seinen Weg auf den Mountain hatte mit dem Bogen Richtung Eastern, der ist jetzt gleich dahin. Ravis jetzt Richtung Bogen, Richtung Eastern unterwegs. Mit Eastern Big Key und Bogen, das Ganze nicht erstaunlich. Aber auch Namefaker wird dies jetzt tun. Und bisher hätte Ravis jetzt hier den Vorteil gehabt, speziell wenn Namefaker ebenfalls hier hingegangen wäre, aber ohne den Bogen. Und Namefaker nimmt jetzt auch die Flöte, aber muss trotzdem zu vier. Okay. Zaha hat einen Hammer und das Ether-Medaillen. Namefaker geht erst einmal kurz die Maya-Area abchecken. Ich meine, wir können Misery Maya betreten, wenn es Quake wäre. Es ist aber Bombos. Und damit brauchen wir das Medaillen, das Ravis nicht hat. Und es liegt auch nicht hier nebenan. Und Namefaker geht nach Ice Palace. Okay, geht in die Light World Richtung Eastern. Ja, ich war gerade am Zweifeln, aber ja. Namefaker hat kurz überlegt, wie komme ich am besten nach Eastern. Und mit den Mits hat er tatsächlich hier eben diesen leichteren Light World Access an Lake Hylia. Kann den dann noch nutzen. Währenddessen findet Ravis den Mirror in Eastern, genau da, wo er ihn haben möchte. Und Namefaker geht unglücklicherweise erst Eastern machen und dann Sahasrara. Was gedanklich vielleicht nicht unbedingt verkehrt ist. Wäre vielleicht auch mein erster Instinkt gewesen, normalerweise. Die Sache ist nur, jetzt, wenn Namefaker mit dem Spiegel direkt rüberspiegelt nach Pot, dann hat er keinen Hammer, um Pot direkt abzuschließen. Ravis kann jetzt hier Eastern und Pot schön nacheinander wegarbeiten. Namefaker muss sich jetzt vorher nochmal den Hammer abholen. Also leicht unglückliche Entscheidung hier auf Namefakers Seite.
Wobei ich auch da schon wieder korrigiert werde, denn Schulz hat natürlich völlig recht, du musst dir trotzdem Kiki erst holen und dazu musst du sowieso wieder ein gutes Stück rüberlaufen. Das heißt, für Namefaker tatsächlich gar nicht so schlimm. Das ist wahr. Das ist natürlich absolut richtig. Nee, dann habe ich nichts gesagt. Und wir haben jetzt Karte und Kompass gesehen, das heißt, auch Namefaker wird wissen, Vanilla Biki Chest hat noch ein Item. Das letzte ist auf den Armus Knights. Also auch hier. Der Ambrosia-Teil kommt nicht so ganz zum Tragen. Beide haben in Skalwoods dran gedacht. Beide hatten in Threestone bisher nicht die Chance dazu. Und auch in Desert hat es für Namefaker sich nicht ergeben, dass er sich Checks sparen konnte. Ein kleiner Vorteil, den Ravis hier jetzt natürlich haben wird, mit den Silvers sein Fight etwas schneller gehen und weniger Pfeile kosten. Das Ganze dann noch für 20 Rubine. Ja, aber das ist der erste Crystal nach 42 Minuten für Ravis. Ray zeigt, dass er jetzt hier zumindest dran denkt, sich den Affen abzuholen, der ja immer noch den Dungeon aufmachen muss. Von daher, ja, vielleicht tatsächlich von Namefaker sogar die bessere Option, wie er es geroutet hat. Und dadurch, dass er den Hammer dann immer noch bekommt, bietet es sich sowieso an. Aber ist denn jetzt erstmal nicht mit etwas Konkretem, was uns weitergeholfen hat? Na, ja, jetzt beide wahrscheinlich sehr gespannt darauf, was denn Pot vielleicht für uns bereithält, völlig in Logik. Mit dem Hammer können wir jetzt auch Tower of Hera clearen. Für Ravis nicht in Logik ohne den Big Key, aber wir wissen, dass Namefaker ihn gefunden hat. Das heißt, das Ganze ist absolut auch logisch machbar. Und ja, letztendlich, Ravis braucht den Big Key nicht zwingend, um Hera abzuschließen. Von daher kann ich mir vielleicht vorstellen, dass Ravis trotzdem auf den Berg geht. Gerade auch mit dem Spiegel. Wir können dann Turtle Rock spielen, den wir auch komplett abschließen können, interessanterweise. Aber hier jetzt Namefaker. Ebenfalls auf dem Weg Richtung Port hat sich seinerseits den ersten Crystal abgeholt. Ja. Wird auf jeden Fall interessant, wie dieses Race sich letztendlich entwickeln wird. Denn es werden jetzt beide eine lange Zeit wahrscheinlich exakt dasselbe machen. Na, da ist Bombus, das brauchen wir für Meyer. Macht Ravis vielleicht vorher noch einen Abstecher rüber zu einem anderen Crystal? Brauchen wir noch was? Wir brauchen den Spiegel für Swamp. Nee, den haben wir. Nee. Das Go-Mode? Wir brauchen Big Keys. Genau, wir haben Big Key Shuffle, wir brauchen Big Keys, und zwar den für Thiefstone und den für Misery Meyer. Ha.
definitiv interessant sein, welche Runner sich dann für welche Dungeons in welcher Reihenfolge entscheiden. Maya wird es definitiv nicht werden, nur den Big Key, denn den möchte man abschließen. Und Maya hat auch nur 3 Items, davon 1 auf dem Boss, also 2 Items, die man abholen könnte. Eventuell ist es 1 einfach in der Big Chest. Ja. Wer setzt schon drauf, dass der Big Key in Maya Vanilla ist. Ravis auf jeden Fall mit dem Big Key, den wir schon gefunden hatten, geht erstmal direkt zu Helma. Denn das ist der Crystal, das ist der Boss, den wir auf jeden Fall machen müssen und alles andere kann danach kommen. Helma hat ja außerdem ein garantiertes Item. Und Ravis muss aber aufpassen, ist nur auf Greenmail unterwegs. Das heißt, jeder Hit bei Helma macht 2 Herzen Schaden und ja, muss jetzt hier auch deswegen eine Blue Potion trinken. Hat er sich wahrscheinlich ein bisschen anders erhofft. Aber dann lieber kein Risiko eingehen. Den Fight zu Ende bringen. Wir haben hier schon Tempered. Heißt so. Tempered und Silver, also das heißt, für Ganon sollte Ravis nicht wirklich extrem viele Safeties brauchen. Und Namepickle entscheidet sich erst einmal nach hinten zu gehen, Palace of Darkness. Dort die ganzen Items zu holen, bevor er zu Helma geht. Also hier auch kleiner Unterschied zwischen den beiden Runnern, wie sie diesen Dungeon angehen. Ja, Namefaker auch mit einem Hammer hier an. Okay. Ja, scheint anscheinend Fehler gemacht zu haben, bricht ab. Wir haben hinten im Pot 3 Bomben und einen Big Key für Swamp Palace. Der ist unnötig. Der öffnet nur die Swamp Palace Big Chest. Da ist genau ein Item drin. Ah, ist das hier nicht ein Key Map Faker? Ja. Wenn Ravis aufpasst, wird er hier Harmless Hallway auslassen. Und jawohl, Ravis passt auf. Ja, damit Ravis momentan einen Helmer Saw King Vorsprung. Aber dafür im Austausch keine Mits. Und das ist der Big Key für Maya. Okay, das ändert ein paar Sachen. Denn jetzt kann Ravis auch nach Maya gehen. Und wir haben Thiefstown Big Key Go Mode. Für beide Runner. Ravis entscheidet sich als erstes für Ice Palace. Mal gespannt, ob Ravis hier den Schalter umlegen wird. Nein, er hat den Big Key, er muss es nicht. Er hat einen Small Key gefunden. Und es sieht so aus, als ob er einfach direkt durchgeht. Und den zweiten auch noch. Ice Palace Snaps Container.
Reichweite. Gibt Revis seine Blue Goo zurück, die er bei Helmasaur verbraucht hatte? Ice-T hat noch ein Item. Bin mal gespannt, ob Ravis, jawohl, geht für das Item. Ist noch nicht bereit, irgendwo Risiken einzugehen auf der Suche nach dem Thiefstone Big E, vielleicht dann doch die ein oder andere Truhe auszulassen. Und falls man sich jetzt fragt, haben sie den GT-Biki denn schon gefunden, wenn es ein Biki-Shuffle ist? Das ist nicht nötig, denn der Ganon's Tower-Biki in Invrosia befindet sich immer in Ganon's Tower, auch wenn alle anderen Bikis nicht in ihren Dungeon sind. Der GT-Biki wird in GT platziert. Man wird ihn nicht woanders suchen müssen. Okay, und auch hier kleiner Unterschied in der Reihenfolge, der die Runner Dungeons angehen. Namefaker macht als nächstes Swamp Palace. Ist insofern interessant, als dass Dravis, wenn er jetzt im Anschluss an Ice Palace auch Swamp Palace machen würde, direkt zur Red Bomb laufen könnte. Für Namefaker nicht ganz so simpel, wobei es auch da nicht viel Unterschied ist. Bei Ice Palace hat er direkt das Light World Portal, das er reingehen kann. Der Unterschied ist nicht wirklich groß. Zumal ich aber von Ravis auch vielleicht erwarten würde. Wobei, ich weiß gar nicht so genau. Macht man jetzt Red Bomb vor Meier? Und anscheinend geht Ravis erstmal Richtung Meier. Und jetzt hier noch Meier-Chat checken. Medaillen bräuchte er eigentlich gar nicht checken, er hat alle drei, aber jetzt weiß er auch, dass es Bombus braucht. Herzcontainer in Swamp in der unteren Truhe. Ja, ich wollte gerade sagen, Namefaker, willst du die Big Chest nicht vielleicht doch aufmachen? Du hast den Big Key. Meine ist zwar nur die Karte drin und man hätte auch direkt zur Big Chest wieder zurückhucken können, man hätte nicht runterspringen müssen, aber naja. Passiert im Eifer des Gefechts. Ich bin mit dem Diver Down. Mit Sumaria. Ja, Karte und Kompass, das heißt Left Side Swamp hat zwei Items. Ray findet in der Big Chest erst einmal den Big Key. Ja, oder ne, die Karte. Der Big Key hatte er ja schon. In Meier. Ich meine, ein Dungeon-Item aus Meier. Kein Item ist. Und den Kompass. Jawohl, ja. Damit weiß Dravis, die Firelock-Seite hat beide Items und
Vitri ist das letzte. Es ist... Kam die Frage von Kermit, ein Teammate von Ravis. Wer ist denn jetzt vorne? Das lässt sich unglaublich schwer sagen. Im Prinzip ist vorne, wer zuerst den T-Stone Big Key findet, denn den brauchen beide für Go-Mode. Oh, Ravis? Ja. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob Ravis gerade nicht auf dem Schirm hat, was die Meyer-Key-Logik angeht. Denn er sollte wissen können, dass das letzte Item in der Vanilla Big Key Chest in Meyer ist, in der Cutscene Chest. Und Ravis ist normalerweise einer, der sich mit Key-Logik sehr stark auseinandersetzt. Also da vielleicht auch gerade der kurze Sanity-Check von Ravis. Moment, habe ich Karte und Kompass gehabt? Also vielleicht dann eben doch nicht ganz aufgepasst bei seiner Route. Gut, das passiert. Ja, auch das musste ein Small Key sein. Also Ravis vielleicht eben doch nicht dran gedacht. Ja, aber wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, Namefaker, kein Left-Side-Swamp gemacht, auch wenn da zwei Items sind, geht jetzt wohl eher Richtung Red Bomb. Davis hat sich hier nochmal ein Boogie aufgesetzt, hat wohl aber nicht so geklappt, wie Ravis das wollte. Faker nimmt sich die Blue Goo mit aus Eis. Und auch Vitreous hat nicht den Desert, den Deepstone Big Key. Aber das ist der vierte Crystal für Ravis. Namefaker auf dem Weg zu seinem vierten. Vermute, Ravis wird jetzt als nächstes Swamp Palace ansteuern. Und genau danach sieht es aus. Und auf Namefakers Seite können wir höchstwahrscheinlich Mystery Meyer in naher Zukunft erwarten. Wobei Namefaker eben die Möglichkeit zumindest hätte, die Red Bomb vielleicht vorher zu checken. Wir wissen, dass Enmeyer in allen schnellen Truhen der Big Key nicht war für Thiefstown, aber die Cutscene Chest hat eben noch das eine Item, das Ravis jetzt nicht abgeholt hat. Ordentlicher Cold-Step-Fight von Namefaker. Jetzt mit Kristall Nummer 4 in der Hand.
Schauen wir mal, was er als nächstes ansteuert, ob es auch für ihn der fünfte Crystal sein soll. Ja, da geht's direkt nach Maya. Tausch einmal die Plätze mit Ravis. Ja, also werden wir jetzt von einem der beiden einen Check sehen, den der andere jeweils im Dungeon nicht gemacht hat. Form von der Z-Form bzw. Cutscene Chest. Wird der Thiefstown Wiki dort sein auf einer Seite? Oder müssen wir andere Optionen in Erwägung ziehen? Es gibt noch einige. Ravis hat keinen Hera-Big-Key, aber Hera wäre trotzdem der sechste Crystal. Es wäre nur die Big-Chest, die er nicht mitnehmen könnte. Bin mal gespannt, ob das in irgendeiner Art und Weise seine Entscheidung beeinflusst. Ja, wir haben noch Mimic Cave, die, glaube ich, bisher keiner gecheckt hatte. Und wir haben natürlich auch noch komplett Turtle Rock offen. Mit dem kleinen Unterschied, Ravis hat den Ice Rod aus dem Chest Game geholt, Namefaker hat diesen nicht. Und Ravis geht hier für Left Side Swarm. Es sind zwei Items dort. Und hier sehen Diver Down zur Hilfe. Und es sieht so aus, als ob. Ja, wobei, Namefaker geht erstmal zumindest für die obere Truhe. Aber erste Kiste, Left Side Swamp. Er ist das Butter Sword. Das ist vielleicht nett für Ravis, aber das ist nicht das, worauf er gehofft hat. Eine Chance hat er noch und Namefaker geht zur Cutscene Chest und als Powder. Ah, eine weitere Fetch Quest. Und es ist ein Big Key für Thiefstown! Oh mein. Das ist. Warum, Ravis? Warum passiert dir das immer? Was hast du den League-Göttern angetan? Es ist der erste Skip, den Ravis gemacht hat. Warum es dazu gekommen ist, ob er da in Meyer sich mit der Logik verhadert hat oder ob er einfach gesagt hat, okay, ich habe jetzt so viel gecheckt, ich lasse jetzt die Cutscene-Chest aus. Wage ich jetzt nicht zu vermuten, aber das ist unglaublich bitter, denn die Cutscene-Chest, die wird Ravis last locaten. Da hat er noch so viele Sachen, die er checken kann. Er wird Hera gehen, er wird Turtle Rock gehen, er kann Skywoods machen. Er kann Desert noch soweit clearen, inklusive Lermo, was Namefaker gemacht hat. Da würde er auch noch auf seinen Hera-Big-Key treffen. Kann das Powder checken.
Und all das wird Namefaker nie machen müssen, denn Namefaker ist im Go-Mode. Ohne Ice Rods, ohne Boots, ohne alles. Aber Hauptsache, es gibt eine Sache, die noch passieren kann. Na gut, da muss ich mich tatsächlich noch mal ein bisschen zurücknehmen. Wir haben noch keine Boots. Und es gibt genau einen Check damit in Ganon's Tower, wo der Big Key sein kann, wo wir ihn noch nicht holen können. Das wäre die Torch. Das ist Ravis' einzig verbliebene Chance in diesem Seed. Und das ist keine Situation, in der du sein möchtest. Eieieiei. Da werden Erinnerungen wach an League Season 2, 3 und 4, denn Travis ist ein absoluter Top-Spieler, aber die Seeds in der League, die wollen einfach nicht, dass Ravis Sachen gewinnt. Das ist so. Es ist inzwischen wirklich eine Geschichte für sich. Es hat fast den Eindruck, als ob da irgendjemand im League-Admin-Team speziell die Aufgabe bekommt, Ravis immer nur die Seeds zuzuweisen, wo er dann genau den Einchecks gibt, den er braucht. Das ist. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es ist. Ich sollte einfach diese Spiele von Ravis hier nicht mehr kommentieren. Vielleicht bin wirklich ich schuld. Es kann doch nicht sein. Vielleicht müssen wir einfach mal was anderes machen. Ich muss Ravis einfach mal ohne Restream spielen lassen. Dann kann er vielleicht auch gewinnen. Es ist. Ravis jetzt hat gerade die Red Bomb gemacht, geht jetzt in die Light World. Wird das Desert Play für Davis? Sieht wohl danach aus. Sicket? Nee, das hat Ravis auch schon gemacht. Smith Chain, genau, ja. Okay. Ja, ich meine, Ravis hat das Powder bekommen von Left Side Swamp, möchte vielleicht eben das Ganze dann jetzt halt auch ein bisschen ausspielen, nach Möglichkeit. Und da würde sich halt die Smith Chain eben anbieten. Dem Spiegel. Da braucht er dann die Mids eben nicht. Aber auf der anderen Seite sehen wir halt, dass das Namefake einfach null interessiert, bereits die Maiden aus der Zelle geholt. Schmied gibt sich heute mal als Sora-Imitator, nur 10% Return. Das Namefaker beim Blindkampf. Ravis checkt das Powder. Für ein Herzteil. Aber Namefaker. Sauberes Skript. Bossfight unbeschadet überstanden. Holt sich seinen 6. Crystal ab. Und wird jetzt einmal zum Berg fliegen, Gera machen. Hat zwei Möglichkeiten, wie er auf den Berg in die Light World gehen kann. Entweder oben über das Portal bei Spy Cave. Ja, Half Magic in den Hammer Packs. Namefaker nimmt auch das obere Portal.
Oder geht auf jeden Fall nach oben. Er kann entweder da ins Portal gehen und dann unten rumgehen, oder er kann einfach oben direkt Richtung Turtle Rock gehen, dort ins Portal. Er hat Hammer und Mitz, das heißt, das wäre der alternative Weg für ihn. Und sieht wohl so aus, als ob er diesen ebenfalls auch einschlägt. Ravis nimmt die Purple Chest noch wieder mit. Ja, und setzt das Ganze jetzt fort Richtung Desert. Das wird ihn zu seinem Hera-Biki bringen, was dann Ravis wahrscheinlich in Richtung Hera bewegen wird. Der Muldorm geht aber in dem Fall gerade ordentlich auf die Nerven. In dem Fall hat er jetzt in die falsche Richtung gestellt, aber dann doch umgedreht und nimmt das neue Lord Raiden Heraport Setup. Sauber ausgeführt. War wohl, glaube ich, noch kurz am Überlegen, altes Setup zu machen und hat sich dann gedacht, Moment, nee, gibt besseres, warum mache ich das nicht einfach? Aber ist jetzt bei Muldorm. Und da ist Muldorm auch schon wieder vorbei. Jo, und damit Namefaker auch direkt in GT mit dem Safe and Quit rüber zum Castle. Habe ich komplett vergessen, dass wir ein GT Biggie Guessing Game spielen konnten. Das ging dann so schnell. Gerade in Inverted, wenn man Aga gemacht hat, dann steht man halt direkt vor GT. Da hätte man dann ein bisschen früher mit anfangen können. Also lassen wir es heute. Aber wir haben auf jeden Fall gesehen, der Big Key war nicht auf der Torch. Das wäre der eine Check gewesen, der Namefaker noch gefährlich werden könnte. Von daher tut es mir jetzt ein bisschen leid hier um Ravis. Eine Tradition setzt sich fort, die eigentlich gebrochen gehört. Aber okay. So ist Random manchmal. Namefaker beginnt links, die ersten 5 sind es nicht. Hope Room aber ebenfalls nicht. Da der Big Key für Hera, für Ravis. Ich bin mal gespannt, ob er den nimmt und sagt, okay, auf geht's. Genau danach sieht es aus. Hera und dann, wenn es da nicht ist, Turtle Rock. Ja. Wir wissen, dass es nicht zum Ziel führen wird, aber ich kann absolut den Gedanken dahinter verstehen. Acht, neun, zehn und elf auch nicht für Namefaker mit dem Big Key.
Elvis ja jetzt auch mit dem Mütz, nimmt ebenfalls das Tiara-Portal, um nach Hera zu gehen. Und da ist der Big Key für Ganon's Tower, Namefaker. Kann den Climb anfangen. Was ist das? Müsste die 13 gewesen sein? Ravis sucht sich seinen Herapod-Setup. Sitzt ebenfalls beim ersten Versuch. Findet hier in Hera noch 300 Rubine. Das ist der sechste Crystal für Ravis. Aber ohne den Thiefstone Big Key wird er an den siebten nicht herankommen. Geht hier auf Hera Basement, da ist noch ein Item drin und... Ah, hat er hier den Basement Cage ausgelassen? Okay. Wollte sicher gehen. Okay. Ja, dann wird Ravis jetzt hier höchstwahrscheinlich Turtrock machen. Fängt an der Laser Bridge an, wenn er den Spiegel vorher benutzt. Jawohl. Unterdessen Namefaker aber schon fast bei Muldoon 2 angekommen. Laser Bridge fängt mit dem Key an. 10 Pfeile. Laserskips wollen heute nicht richtig bei Ravis. Das sind auch Muldoon 2 schon besiegt. Und ja. Kann jetzt hier einmal den Refill hinnehmen. Single Arrow noch zum Abschluss bei Muldoon 2 in der Truhe. Da die Silvers für Namefaker liegen dann in Hookshot Cave. Die hätte er hier nicht mehr finden können.
Ja. Ein sauberer Agar-2-Fight von Namefaker. Sehr starker Trinix-Fight von Ravis. Das Problem ist, nur eine von diesen beiden Sachen war benötigt. Und das ist nicht das, was Ravis getan hat. Findet hier noch das Cape of Trinix. Und holt sich sein erstes Pendant ab. Und Namefaker droppt bereits rein. Gannon. Tempered Sword. Das heißt, 12 Slashes für die erste, 12 für die zweite Phase. 4 in der dritten. Das ist ein schöner One-Cycle. Ja, das funktioniert nicht so. Da ist wohl Namefaker eher die Boots-Dash-Strats gewöhnt. Das klappt da nicht so ganz, wie er sich vorgestellt hat. Damage boostet hier jetzt eine Menge. Hat das gereicht? Das hat gereicht. Das kriegt jetzt hier auch von vorne, nachdem er Trinix besiegt hat. Denn das Besiegen von Trinix öffnet automatisch die Front von Turtle Rock, wo man rausgeworfen wird. Namefaker holt sich den Torch-Glitch, muss jetzt noch 12 Spins landen. Den ersten direkt gesetzt, der zweite sitzt auch. Geht jetzt auf die Triples. Oh, verschießt einmal. Sollte immer noch mindestens eine Magic Potion in Reserve haben, aber... Falls nicht, sollte Namefaker nicht mehr allzu viel verschießen. Geht hier noch für den Slash, für den Silver Set. Hat ihn, glaube ich, bekommen. Ist aber nicht so ganz nützlich. Aber da ist Gannon besiegt für Namefaker. Eine Brücke trennt ihn noch vom Sieg gegen Ravis im ersten Spiel. In Woche 2 zwischen The Turtle Rockers und Team Hime. Ja, Namefaker überquert die Brücke. GG beendet diesen Seed mit einer offiziellen Zeit von 1 Stunde und 24 Minuten glatt. Ravis hier noch in Mimic Cave. Und hat jetzt gesehen, dass Namefaker durch ist. Und hat aufgegeben. Ja. Mal schauen, ob wir Ravis vielleicht hier für ein Interview noch bekommen können, denn von Namefaker wird es keins geben, wie ich das gerade aus dem Race-Chat gesehen habe. Von Namefaker wird es keins geben. Ravis ist international, vielleicht kommt er noch auf ein Wort hier vorbei. Ja, was soll man zu diesem Race sagen? Sie waren beide mehr oder weniger auf derselben Route. Nach dem Start, so kleinere Unterschiede am Anfang. Der Agar-Seed hat das Ganze dann aber eben normalisiert. Und dann eben kleine Unterschiede, kleine Entscheidungen am Anfang haben letztendlich aber beide dazu geführt, dass sie die große Runde drehen. Ravis ist dem Hookshot erstmal auf den Berg gefolgt, findet dort den Bogen, der im Endeffekt nicht relevant war. Ja, und dann... Nach der großen Runde, die beide gedreht haben, den kleinen Unterschieden. Ja. Hat der eine Left-Side-Swamp gemacht, der andere
Meyer Cutscene Chest und eines von beiden war richtig, das andere nicht. Das war das Race. Ich meine, für die Turtle Rockers jetzt mit dem ersten Sieg schon hier diese Woche 2 Siege aus 3 Spielen, das ist eine solide Bilanz. Können sie definitiv zufrieden mit sein. Für Team Hime ist mal wieder der Start, den sie nicht haben wollten, aber den sie irgendwie immer abbekommen. Ja, es gibt noch das 2. Spiel diese Woche. Ich habe gerade nicht im Kopf, wann das war. Das war doch Samstag, meine ich. Samstag 20.10 Uhr, Mike Santolos gegen Dragonstrike. Ja, das wird ebenfalls ein extrem spannendes Race. Im Prinzip, Alteingesessene mit Dragonstrike gegen den jungen, aufstrebenden Mike Santolos, zumindest was die Rendo-Karrieren angeht. Das kann in beide Richtungen gehen. Und ja, sollte man definitiv nicht verpassen, wenn man es irgendwie sehen kann. Das wird ein extrem spannendes Match. Ja, und wie das Ganze dann ausgeht, kann auch schon leichte Implikationen haben für den Rest der League, denn wenn die Turtle Rockers in Form von Mike Santolos dann auch das 2. Race diese Woche gewinnen sollten zwischen den beiden Teams, dann mit 3 Siegen aus den ersten 4 Spielen starten, dann können sie sich tatsächlich schon so ein bisschen gucken, ob sie sich vielleicht in Richtung Playoff-Chancen positionieren können. Auf der anderen Seite würde es bedeuten, wenn Team Hime damit auch verliert, müssen sie sich mal wieder umschauen, wie das Ganze denn gegen die Relegation aussehen wird. Sollte Dragonstrike das Ganze gewinnen und damit beide Teams auch hier wieder 1-1 spielen, dementsprechend auch beide Teams 2-2 stehen nach Woche 2, würde das für eine wahrscheinlich viel ausgeglichenere Division geben, die ja momentan bisher auch sehr ausgeglichen war. Und das würde für viel Spannung potenziell in späteren Wochen sorgen. Denn da kann dann für viele Teams sehr viel in beide Richtungen gehen. Ja, ansonsten kann man ja vielleicht mal ein bisschen schauen. Der Schulz hatte doch so eine schöne Übersicht geschrieben. Was denn an weiteren Restreams oder an weiteren Races in dieser Woche in der League stattfindet? Ja. Wir haben jetzt aus der Invitational League zumindest keins mit deutscher Beteiligung heute mehr, aber wir haben noch 2 aus der Open League, die jetzt vor einer halben Stunde gestartet sind, jeweils Third X gegen Mr. Froggy und Juba gegen Soilwork. Ich glaube, ersteres hat sogar einen Restream international abbekommen. Lass mich lügen. Zweite laut schneller. Okay, es wird wohl gestreamt, aber ohne Kommentator. Das wäre auf dem RLTTPR League Channel dann zu sehen. Falls das jemand direkt nebeneinander sehen will beim Race von ThirdX. Ja, ansonsten gäbe es dann mit deutscher Beteiligung morgen um 18.11 Uhr
Dusk Race zwischen F. Coughlin und Teto. Wem das noch nicht reicht, Bogen, der hat dann in der Open League noch zwei weitere Matches um 18.40 Uhr mit Nightclaw gegen Plumeria Knight und um 20.10 Uhr Titos gegen MacLeck. Und wir haben hier dann noch Ravis für ein paar Worte dann bekommen können. Ja, GG, Ray. Ja, GG. Eine Tradition setzt sich fort, eine, die eigentlich schon seit 3 Seasons gebrochen gehört, aber... Ist Nummer 10. Ja. Das ist das 10. Gruppenmatch, was ich jetzt verloren habe im Stück. Ja, also... Also das 10. Einzelmatch, muss man dazu sagen. Ihr habt dann Koop-Matches, da habe ich gepunktet meistens, ja. bekommen, aber in Einzelmatches. Noch schlimmer ist ja eigentlich der Fakt, dass ich jetzt schon für 2 Niederlagen verantwortlich bin, weil ich schon im ersten Koop-Race den Call gemacht habe, dass wir das eine Item in Maya skippen und das war unser Go-Mode. Und jetzt schon wieder, wobei mir hier ein ganz anderer Fehler in Maya unterlaufen ist. Ich habe in Maya nicht aufgepasst und habe gedacht, ich habe den Kompass noch nicht aus der Spike Chest und ich dachte, ich habe da einen Key gezogen und den unter dem Pot nicht genommen. Ah. Und dann habe ich die Big Key Chest als nicht gemacht, aber ich hätte automatisch gewusst, dass da ein Item ist, hätte ich gerafft, dass ich den Kompass, die Map war in der Big Chest drin und dann wäre klar gewesen, da ist noch ein zweites Item linke Seite, dann hätte ich ihn sofort mitgenommen. Ob es gereicht hätte, keine Ahnung, ich habe mich richtig gut gefühlt mit meiner Route. Aber es wäre zumindest mal ein knapperes Race geworden. Also ich würde behaupten, es hätte gereicht, aber... Ich werde jetzt das ganz einfach machen. Zum Ersten, das war die eine Frage, die ich dir stellen wollte, denn ich weiß, wie sehr oder wie intensiv du dich mit Key-Logik befasst hast und befasst auch in jedem Dungeon. Von daher war es mir eigentlich quasi ein Rätsel, wieso du dann die anderen Keys alle noch aufgemacht hast, aber nicht zur Big Chest gegangen bist, weil du und den letzten Key, den ich dann bekommen habe, der war auf der Brücke, weil ich mich ja rübergehuckt habe. Und dann war ich so weit weg von der Big Key Chest, dass ich gesagt habe, okay, jetzt musst du durchziehen. Ich meine, da ist noch ein Item auf dem Boss, kann auch da etwas sein. Ich hatte ja auch noch Swamp offen, ich hatte noch die komplette Desert Area offen, ich hatte noch Turtle Rock offen. Hera dann am Ende ja auch noch, Smith Chain, Pyramid Ferry, es war noch so viel offen am Ende. Also nachdem das passiert ist, würde ich es auch jedes Mal genauso machen und dann dazu stehen zu sagen, okay, du hast jetzt hier einfach Mist gebaut, du hast nicht aufgepasst. Ich stehe jetzt halt dazu, wenn es jetzt das ist, dann ist es das halt. Ich kann es kaum glauben, dass es das tatsächlich wieder ist. Was soll ich dazu sagen? Here we go again, I guess. Ja. Nee, und zum anderen Fakt, es hätte auf jeden Fall gereicht, denn es war die Situation, ihr habt beide nach dem Agar-Play, was den Start mehr oder weniger normalisiert hat, im Groben dieselbe Route gelaufen, mit dem Unterschied, dass Namefaker aus irgendeinem Grund sehr früh nach Desert gegangen ist, du dafür auf den Berg, ne, und Namefaker hat dann Desert auch komplett gemacht, inklusive Lanmo, hatte dadurch dann den Hera-Biki und die Mids früh, aber du warst halt eben auf der großen Route Richtung Crystal Dungeons halt einfach den Dungeon voraus. Ja, und ihr habt dann in unterschiedlicher Reihenfolge dann die Dungeons angemacht, Namefaker erst nach Swamp, hat Left Side Swamp geskippt,
ne, was ihm hätte das Genick brechen können. Und ja, du nach Eis, dann nach Meier und ja. Es war dann im Prinzip die Situation, ihr habt dann Swamp und Meier getauscht. Du gehst Left, ne, oder du gehst Left Side Swamp, wo Namefaker nicht war. Namefaker geht Cutscene Chest und ja. Einer von euch beiden hat dann den Biki gezogen und da war dadurch halt dann eben der Sieger. Ja, keine Ahnung. Also ich hätte auch early nach Desert gehen können, nach, wie heißt's hier, Kakariko. Aber ich habe mich entschieden, dann doch noch die Flipper-Checks zu machen. Und mit den Silvers auf Zora habe ich mir dann gesagt, okay, jetzt machst du halt erstmal Eastern und notfalls flüttest du zu 5, gehst mal in Pot rein oder so. Aber dann war in Eastern, beziehungsweise in der Eastern Area war ja dann Hammer, Ether, Bombos, Mirror. Da war im Grunde ja alles, sodass dann nur noch Maya Biki und Thiefstone Biki Gormod war. Und dann gibt's da noch den Maya Biki und ja. Ich habe mir auch gesagt, wie gesagt, erst Ice Full Clearen, Maya Full Clearen war eigentlich auch mein Plan. Aber mit dem Unsinn, der dann passiert ist, ja, kannst du halt nichts machen. Ja, das ist dann halt manchmal eben random. Ja, ich habe mich noch so ein bisschen gefragt, ja, der Bogen auf Zora beziehungsweise deine Silvers waren für dich vielleicht eben auch noch gerade sehr schlecht, weil das der Bogen war, den Namefaker bekommen hat. Wäre da kein Bogen gewesen, Namefaker hätte sich jetzt entscheiden müssen, okay, gehe ich jetzt Eastern mit dem Big Key, gehe ich jetzt vielleicht auch nach Pot noch irgendwie ohne die Sachen oder gehe ich erst auf den Berg? Dann hätte er halt eben vielleicht den Hammer noch ein bisschen länger liegen lassen, den Spiegel noch nicht so schnell gehabt und das hätte dir dann halt eben wieder in die Karten gespielt, gerade auch noch mit dem extra Desert Play, was ja am Ende nie nötig war. Und, ich denke da aber, dass, also ich weiß nicht, ob das spielentscheidend ist tatsächlich, weil einfach, bis ich wieder nach Maya komme, dauert es noch so lange. Ich hätte jetzt noch Skull Woods gemacht und so weiter. Also es hätte sich noch so ewig hingezogen, bis ich nach Maya ohne Boots alles zurückgekommen wäre. Und keine Ahnung, also das war in dem Moment verloren. Boom. Naja, das wollte ich damit jetzt auch nicht unbedingt sagen. Also es hätte nichts geändert am Ergebnis, selbst wenn da jetzt kein Bogen gewesen wäre. Aber wenn eben der Maya Biki nicht da, nicht Maya Shed gelegen hätte, dann ja, hätte der Bogen halt nochmal ein viel größerer Vorteil für dich sein können in dem Race-Szenario. Und das wurde halt eben dann durch den zweiten Bogen auf Zora dann schon relativ früh wieder zunichte gemacht, wurde ich dann halt deine Entscheidung auf den Berg zu geben. Mit dem gedachten Payoff dann eben doch nicht der Fall war. Aber gut, letztendlich ging es in diesem Race immer nur um die eine Entscheidung, macht man eine Cutscene-Chest oder nicht. Und ja. Ich glaube, da gibt es dann auch nicht wirklich viel mehr zu besprechen. Das war bis dahin gut gespielt und das war dann halt eben. Ein kleiner Aussetzer kann halt manchmal einfach das sein, was den Seed dann entscheidet. Leider viel zu häufig. Ja. Aber es gibt ja noch ein paar mehr Wochen. Es muss doch mal in der vierten Season irgendwann klappen mit deinem ersten Sieg in einem Einzelrace in der Gruppenphase. Also ich habe Vertrauen. Also ich habe... Es wird geil. Nee, ich habe nur auf dem Main Channel gesagt, ich denke, es wird Season 15. es würde einen nicht wundern, wenn man deine Geschichte durch die League halt verfolgt hat, so wie ich es getan habe. Es würde einen wirklich nicht wundern, aber es kann doch nicht so weitergehen. Also das so viel statistische Zufälle, die dann zusammenkommen müssen. Das kann nicht sein. Schauen wir mal, nächste Woche gibt es die nächste Chance. Ja, da wird es dann Casual Boots sein. Ich weiß nicht, gegen welches Team ihr da gerade seid. Wir spielen gegen TM32 Godrod, meine ich. Also das Team gegen Saruwien, Säcke und ja, Ricky, ja. Auf jeden Fall. Das sollte mal wieder eigentlich machbar sein. Also auch ich habe die letzten 10 Male auch gedacht. Genau, das ist halt der Punkt. Ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall gibt es vorher ja noch das Samstag, das vielleicht noch etwas interessantere Spiel, würde ich sagen, zwischen Mike Santlos und Dragon Strike, mit dem, ja, mit dem neu,
ja, neu aufstrebenden Mike Santlos, der noch nicht so lange dabei ist, gegen den alteingesessenen Dragon, der so ein bisschen Pause gemacht hat, wieder zurückkommt. Der so mega rusty ist wie kein zweiter. Ja, ich bin gespannt. Ist nicht unbedingt die beste Ausgangsposition für euch, mal wieder. Muss man ja leider sagen, aber es wird auf jeden Fall ein spannendes Race sein. Mal schauen. Vielleicht, wenn Dragon irgendwie mal Glück hat mit Quake. Man möchte es ja nicht beschreien, aber ich hoffe, ihr kommt dann vielleicht mit einem 2-2 raus und haltet die Division weiterhin sehr ausgeglichen, weil dann kann es hinten raus sehr lustig werden. Zumindest für die Zuschauer wäre das sehr interessant. Naja, ansonsten dann danke ich dir, dass du nochmal kurz vorbeigekommen bist. Hast du noch irgendwas Abschließendes, was du loswerden möchtest? Oder ist ja, die üblichen Sachen natürlich. Danke für das ganze Restream etc. Ich hätte es mir gerne nochmal angeschaut. Ich glaube, das tatsächlich skippe ich und fühle mich nicht schlecht, egal was bei rumkommt. es gibt tatsächlich auch wirklich nicht viel, was man hier rausziehen kann. Es war halt eben genau die eine Sache, den großen Rest. Hast du eigentlich sauber runtergespielt. Und Namefaker halt ein paar anderen Entscheidungen, aber ja. Du hast den Ice Rod mitgenommen aus dem Chess-Game. Den hat Namefaker nie abgeholt. Wow. Aber, ja. Der war halt pendant. Ist ein dicker Star. Ja. Ja. Wenn da der TTP-Key wäre, dann wäre Namefaker wahrscheinlich nie hingegangen. Ja. Ja, aber dann danke ich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Und ja. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal.